Wo willst du in 800 Jahren leben? Wo willst du in 800 Jahren leben, war mein Lieblingswerbeslogan jetzt bei der Europawahl. Die Frage hatte ich mir ehrlich gesagt bis dato noch nie gestellt, aber nun lag sie plötzlich auf dem Tisch. Ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich habe es mir dann mal genauer angeschaut und bekam auf der Homepage der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung den entscheidenden Hinweis. Die heute tödlichste Krankheit ist hohes Alter mit den dazugehörigen Begleiterscheinungen. Und das also müssen wir in den Griff kriegen. Viel Erfolg, sag ich mal. Aber die Aussichten für mich persönlich sind besonders im Blick auf meine Vergangenheit eher düster. Ich habe zwar früher extrem viel Sport gemacht, aber mein Ernährungsverhalten war eine Katastrophe. Und ich schätze, das rächt sich. Wenn die Forschung jetzt aber nicht blitzschnell ein geeignetes Verjüngungskonzept auch für mich auf den Tisch legt. Aber wenn ich mal auf unsere Gemeinde schaue, na hoppla hopp. Wir haben ja schon die 1000 geknackt und davon jetzt auch noch 500 Jahre evangelisch. Wir befinden uns sozusagen auf der Überholspur an der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung vorbei und brauchen nur noch weitere 300, um die geforderten 800 nochmal als evangelische Gemeinde in Bremen zu erreichen. Und ich sag mal, das kann durchaus klappen. Wird zugegeben nicht so leicht wie in den vergangenen 500 Jahren, weil man da ja noch nicht so richtig austreten konnte und fast alle dabei waren. Und es setzt unbedingt die Bereitschaft wenigstens einiger voraus, noch Kirche sein zu wollen, da mitzumachen und auch was zu bezahlen. Und sehr viel fusionieren wird man wohl ganz sicher auch müssen. Und es wird in Bremen oder Deutschland oder wahrscheinlich in Europa ganz gewiss kein Massenphänomen mit großer gesellschaftlicher Bedeutung mehr sein, sondern wahrscheinlich sehr, sehr klein. Aber so what? Es ging und geht ja immer erstmal um die Sache. Mit Jesus Christus mutig voran, haben wir früher als Kinder in unserer Jungschargruppe immer gerufen. Und wenn das gelingt, dann sage ich euch aber ganz genau, wo wir in vermutlich kleinerer Runde in 300 Jahren feiern. Nämlich hier. In der dann ganz sicher immer noch schönsten Kirche Bremens. Und selbst wenn nur eine Kirche stehen bleiben sollte, nur eine, dann wird es diese sein. Das hier ist Magic. Hier geht was. Und so eine Kirche oder eine Gemeinde, in der was geht, egal wie groß, so eine Kirchengemeinde könnte man sich vielleicht sogar zum Vorbild nehmen, wenn es um Alterung geht. Kirchengemeinde kann nämlich alt sein, ohne gealtert, ohne grau, ohne klapprig, ohne scheintot zu sein. Die kann trotz ihres hohen Alters immer wieder jung werden, wenn sie nur will. Alle Ressourcen sind dafür vorhanden. Und wir haben, ohne Witz, wir haben die beste Botschaft der Welt. Da kommt nach meinem Dafürhalten niemand anderes dran. Und auch wenn viele Menschen die christlichen Glaubensinhalte, wie schon in allen früheren Jahren auch, eher, sagen wir mal so, halb kennen, ist auch wirklich manches kompliziert und man muss wahrscheinlich auch drüber nachdenken wollen. Trotzdem glaube ich, die Sehnsucht, die war und ist bei fast allen Menschen da.
Die Sehnsucht nach Hoffnung, die Sehnsucht, dass alles gut wird, die Sehnsucht nach Liebe, die Sehnsucht, dass nicht alles den Bach runtergeht, die Sehnsucht, dass diese Welt nicht durchdreht, die Sehnsucht, dass wir in diesem Universum nicht Gott verlassen sind. Und ich finde, da sind wir mit der christlichen Wahrheit schon seit 2000 Jahren bestens aufgestellt. Wir müssen sie vielleicht nur immer wieder glaubhaft und verständlich kommunizieren und hoffen, dass uns jemand zuhört. Und nein, früher war nicht alles besser. Überhaupt nicht. Früher war nur alles anders. Auch in der Kirche. Alles bis auf Jesus Christus. Der ist die Konstante nicht nur in 500 Jahren evangelisch, sondern auch in den 500 vorreformatorischen Jahren unserer Gemeinde. Und in den 1000 Jahren davor auch. Und dass das hier in Bremen so kommen konnte, verdanken wir in 1000 Jahren insbesondere den Menschen, die sich an Bachs Eingangschor gehalten haben. Herz und Mund und Tat und Leben muss von Christo Zeugnis geben, ohne Furcht und Heuchelei, dass er Gott und Heiland sei. Und wenn das so schwungvoll geschieht, wie es hier die Musik hergibt, herzlichen Dank dir, Johann Sebastian, und euch Musizierenden ebenso. Und wenn das so schwungvoll geschieht, dann kann auch mal was daneben gehen. Dann kann man sich in einer Gemeinde auch was vermeintlich Gutes ausdenken, das dann gar keinen Erfolg hat, ohne dass gleich der ganze Laden zusammenbricht. Die christliche Botschaft hat etwas grundsätzlich Leichtes, etwas Spielerisches, etwas Optimistisches, etwas Gutwollendes, etwas Nächstenliebes, etwas Hoffnungsvolles, etwas Tröstliches und etwas Fröhliches. Und wo das in den letzten 500 Jahren glaubhaft gelungen ist, da haben wir etwas zur evangelischen Tradition dieser Gemeinde und auch der Kirche beigetragen. Und ich finde, es ist ein gutes Gefühl, wenn man sich auch jetzt noch dazugehörig wissen darf. Und das in den letzten 500 Jahren und auch in den 500 Jahren davor, aber nicht nur Gutes, sondern auch totaler Mist und zudem unverzeihliche Fehler gemacht wurden, darf natürlich auch nicht verschwiegen werden. Und es wird eine besondere Herausforderung sein, als christliche Gemeinde auf die Zukunft gerichtet, glaubwürdig im Blick auf Jesu Botschaft zu sein. Das sind wir gar nicht mal in erster Linie der Gesamtgesellschaft, sondern das sind wir in erster Linie uns selbst schuldig. Und klar, jeder und jede ist mangelbehaftet. Und Vergebung ist ein großes Kirchending. Und stets die Würde eines jeden zu wahren, ist höchstes Gut. Aber es gibt eben auch Dinge, die sind wenigstens nach meinem Dafürhalten mit dem christlichen Glauben in Gänze unvereinbar. Und ein kurzes Innehalten und die sich immer wiederholende Frage: Was würde dieser Jesus jetzt denken, sagen, tun? Könnten wirklich hilfreich sein, es hier und da nicht selbstverschuldet vor die Wand zu fahren. Ein Jubiläum in unser lieben Frauen. Und da passt es vortrefflich, dass unsere Namenspatronin, die quasi auch noch die Brücke zu unseren katholischen Vorfahren und aktuellen Geschwistern schlägt, auch in der Kantate zu Wort kommt. Maria macht ihr Innerstes der Seelen durch Dank und Rühmen kund. Sie fänget bei sich an, des Heilands Wunder zu erzählen, was er an ihr als seiner Magd getan. Und da nutze ich kurz die Gelegenheit.
Liebe Maria, dir möchte ich an dieser Stelle Danke sagen, dass du uns als Namenspatronin dieser wunderschönen Kirche schon seit ungefähr 800 Jahren begleitet und ertragen hast. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Das von einer evangelischen Kanzel ist gewiss für manche undenkbar. Aber auch wenn wir seit 500 Jahren traditionell nicht mehr zu dir beten, ist es trotzdem gut, dich an unserer Seite zu wissen. Du gibst mir einfach ein gutes Gefühl. Und ohne dich kein Jesus und wohl mir, dass ich Jesum habe. Und gleich hören wir noch von seinem leicht verrückten und wenigstens kurzzeitigen Verwandtschaften Gefährten. Johannes muss mit Geist erfüllet werden. Ihn zieht der liebe Band bereits in seiner Mutter Leibe, dass er den Heiland kennt, ob er ihn gleich noch nicht mit seinem Munde nennt. Auch dir, mein Freund, alter Teufelskerl, Namenspatron unserer Schwesterkirche im Schnurr, auch dir sei Dank. Besonders dafür, dass du die Taufe so populär gemacht hast. Wir werden sie in Ehren halten und auch in Zukunft taufen, wann immer es nur möglich ist. Und wenn wir uns später Auge in Auge gegenüberstehen, bin ich total gespannt auf deinen Kamelhaarmantel. Der hat mich schon als Kind fasziniert, den werde ich dann mal kurz überstreifen. Und jetzt nochmal zurück zu euch. Liebe Leute, 300 Jahre haben wir noch vor uns, um die Vorgabe der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung zu erfüllen. Ich werde dann vermutlich hier nicht mehr dabei sein können. Falls es euch gelingt, seid mir nicht böse. Ich werde dann im Himmel an euch denken und mitfeiern. Mit Herz und Mund und Tat und Leben. In der immerwährenden Gewissheit, Jesus bleibet meine Freude. Und das dann dort selbstverständlich wieder ganz ökumenisch. Und bis es soweit ist, können wir nicht oft genug denken, sagen, singen, hören. Jesus bleibet meine Freude, meines Herzens Trost und Saft. Jesus wäret allem Leide, er ist meines Lebens Kraft. Meiner Augen Lust und Sonne, meiner Seele Schatz und Wonne. Darum lasse ich Jesum nicht aus dem Herzen und Gesicht. Amen.